starten wir mit einem Einstieg in die Semantikwelt. Die erste Frage, die wir uns stellen müssen: Was ist überhaupt eine speicherprogrammierbare Steuerung? Wir werden den Semantikmanager kennenlernen. Wir werden ein Projekt in diesem Kapitel hier anlegen. Und dafür brauchen wir einen entsprechenden Online-Platz, auf dem wir diese Übungen durchführen können. Beschäftigen wir uns mit der ersten Frage: Was ist überhaupt eine SPS? Und dafür in der heutigen Welt bemüht man sich ein Stück weit Wikipedia. Und das wollen wir jetzt auch mal gerade machen. In Wikipedia steht dann immer sehr viel drin. Suchen wir uns nur die entscheidenden Dinge raus. Eine SPS ist ein Gerät, das zur Steuerung oder Regelung einer Anlage, einer Maschine eingesetzt und auf digitaler Basis programmiert wird. Das heißt im Klartext, ich habe irgendwo welche Eingänge, ich habe ein paar Ausgänge und dazwischen, was man sonst so von der verbindungsprogrammierten Steuerung, also das fest verdrahtete, nahm, dass die Verbindung zwischen den Ein- und Ausgängen, geht man jetzt hin und programmiert das Ganze. Es gibt eine Kernaussage in Wikipedia, die folgendermaßen dargestellt wird. Eine SPS hat im einfachsten Fall Eingänge, Ausgänge, ein Betriebssystem und eine Schnittstelle, über die das Anwenderprogramm geladen werden kann. Dieses Anwenderprogramm legt dann fest, wie diese Ausgänge in Abhängigkeit von den Eingängen geschaltet werden sollen. Im Grunde ist das alles. Bis hierhin sollte es erstmal in Wikipedia sein. Jeder kann natürlich da gerne weiter lesen, wenn er das will. Ich würde aber den Break hier machen und würde mal über die Vor- und Nachteile der speicherprogrammierbaren Steuerung gegenüber der verbindungsprogrammierten Steuerung, also das reine Festverdrahten von Steuerungen, sprechen. Hier nochmal der komplette Link zu Wikipedia speicherprogrammierbare Steuerungen. Aber ich denke mir, in Wikipedia als Suchbegriff speicherprogrammierbare Steuerungen eintippen und schon kommt man da auch wunderbar hin. Ich habe jetzt ein paar Sachen rausgesucht, um mal die Vor- und Nachteile der SPS gegenüber einer festen Verdrahtung gegenüberzustellen. Die Vorteile der SPS, sie sind auf jeden Fall verschleißfrei, weil sie keine internen Relais haben. Das heißt, meine Und- und Oder-Verknüpfungen kann ich hier ohne Relais realisieren. Die SPS ist flexibler, sie ist kleiner, sie ist zuverlässiger. Ich habe ja keine Verschleißteile, wie das bei Relais und Schütze der Fall wäre. Langfristig kostengünstiger, das müssen andere entscheiden. Mit anderen IT-Anlagen vernetzbar. Und das ist in den letzten Jahren sehr massiv geworden. Es ist zugenommen, dass man auch mit anderen Komponenten hier Verbindung aufnehmen kann. Die schnelle Fehleranalyse, das wird Bestandteil unseres Kurses werden. Denn für Instandhalt, das ist immer wichtig, dass man sehr schnell eine Fehleranalyse durchführen kann. Die Fernwartbarkeit und die Steuerungslogik sind auch oft über das Internet veränderbar, einsehbar. Ich kann also auch Ferndiagnose machen. Das ist bei uns im Betrieb ein Stück weit möglich, aber auch geschlossen. Das heißt, in einem Tagebau ist es möglich, aber nicht jetzt von irgendwoher drauf zuzugreifen. Das hat andere Gründe. Aber wir werden das ja auch in unserer Online-Schulung kennenlernen, indem wir das über unseren Teamviewer entsprechend bewerkstelligen. Gut, geringer Stromverbrauch. So ein Schütz zieht schon mal ein bisschen Strom, so eine SPS. Die neuesten zumindest, ältere, waren da noch ein bisschen anders. In der Regel geringer Aufbau bei Funktionswechsel gegenüber der festen Verdrahtung. Gut, das ergibt sich manchmal auch. Ob der Aufwand dann wirklich geringer ist, das weiß ich nicht. Für komplexere Aufgaben auf jeden Fall besser zu gebrauchen. Mit SPS lässt sich fast alles realisieren. Auf jeden Fall das, was man auch mit Schützen hinbekommt. Nachteile stellen wir auch noch gegenüber. Und zwar brauche ich eine zusätzliche Infrastruktur. Das heißt, ich brauche Programmiergeräte, wir brauchen Software, wir brauchen Datensicherung und so weiter und so fort. Wir brauchen, und dafür seid ihr ja in diesem Kurs hier, ein höher qualifiziertes Personal. Und Lasten, das heißt, am Ausgang können nicht direkt große Lasten gehangen werden, sondern ich muss in der Regel in irgendeiner Form Leistungsschütze einsetzen. Und zum Schluss noch ein Sicherheitskonzept
für undefinierte Anlagenzustände. Aber auch da gibt es entsprechende Normen bei uns im Betrieb, dass solche Dinge auch entsprechend abgesichert werden.